whisper gently to the silent trees. I won't forget, you know the secrets of the late night breeze. It's all pretend. Don't you worry now, don't you worry. Ja, einen schönen guten Morgen, ihr alle. Ich begrüße euch zum neuen Vlog. Wetter nicht so toll. Also, es nieselt leicht, kommt ein paar Tropfen runter. Es ist 7, 8 Grad, feucht. Aber wir hatten einen schönen Platz hier zu zweit. Also einer kam irgendwann in der Nacht noch nebendran gefahren. Im Wald, das ist richtig super erholsam. Die Wildschweine haben gegrunzt. Die Vögel zwitschern gerade, es ist schön, ein schöner Morgen. Und ja, etwas spät ins Bett, aber nichtsdestotrotz fit sind wir für die Unternehmungen des Tages. Und da schauen wir mal, also viel fahren wir da heute nicht. Wieder ins Grüne, irgendwo maximal 100 Kilometer. Gucken, wo wir ein schönes Plätzchen kriegen, wo wir auch eine Aussicht haben. Und wo man eventuell bei dem Wetter auch trotzdem ein paar Meter laufen kann. Also, wir sehen uns. Bleibt dran. Ach ja, was ich euch trotzdem noch zeigen muss, du läufst hier wenige Schritte und schon bist du im Busch. Das ist wirklich ein schönes Gebiet hier zum Wandern, zum Ausholen, zum Relaxen. Herrliche Gegend. Saarland, nee, St. Ingbert sage ich nur. Und Kunst im Wald findet man hier auch. So, ab jetzt Brötchen besorgen, irgendwo hinstellen, frühstücken und dann weiter geht's. Ja, gefrühstückt haben wir ausgiebig. War wirklich schönes Wächschen dort im Wald. Und die war ruhig. Viel Vögelgezwitscher. Keine wilde Sau ins Auto gekommen. Zumindest keine, die wir bemerkt haben. Und jetzt sind wir auf dem Weg in den Pfälzer Wald. Wo auch immer wir dort landen. So zwei Dinge habe ich mir natürlich rausgeguckt, die wir anfahren können. Ob sie uns gefallen, wir werden sehen. Es wird heute am momentanen Stand eher regnerisch als schönes Wetter werden. Aber da lassen wir uns nicht von verdrießen, wa? Bis jetzt noch nicht. Ich fahre ja gleich noch eine Metzgerei an. Da wird man eine Grillwurst und vielleicht noch Grillfleisch kaufen von hinten. Ja. Irgendwas zum Grillen halt. Dann können wir heute Abend die Grillschale anmachen und ein bisschen was dazu. Ja, damit auch schon grillen. Wer weiß, gut, dann können wir auch noch, Conny. Das können wir heute noch alles machen. Also, das ist auch für regnerische Tage ist hier Beschäftigung. Also, wir machen es auf dem Weg. Metzgerei, gucke ich mal, ob ich da vielleicht kurz was filmen kann. Weiß ich nicht. Ansonsten, wenn wir in Rheinland-Pfalz im Pfälzer Wald sind oder auf dem Weg dorthin, nochmal Bericht. Ja, 30, Tempo 30, dann muss man 30 fahren, das hilft ja meistens. Das rechts war Vincenzo, Don Vincenzo, überregional berüchtigte Pizzeria. Geht hin, wird euch gefallen. Kontrolle. Ja. So, Kamera lief nicht wahrscheinlich so.
Polizeikontrolle. Einfach so hier alle PKWs anhalten. Ich weiß nicht, wo nach Fahnden. Corona-Regelbrechern, Ausgiebrechern. Böse Touristen, die in Corona-Zeiten touristisch durch die Gegend fahren. Aber ich gehe mal davon aus, mit unserer Leipziger Nummer sind die vielleicht davon ausgegangen, dass wir hier Transit machen, wenn ich die noch erkläre. Wir machen hier Transit Leipzig von Spanien. Jo. Also, weiter hier Autobahn meiden. In den Pfälzerwald. Ja, Verkehrskontrolle kann sein. Aber wir sehen ja von außen nicht aus. Wir haben ein Neufahrzeug, da ist ja nichts dran. Der Reifen wurde gewechselt. Alle schick hier. Und das Garage haben wir noch keine gefunden. Sonst wird das ein Pfälzerwald. Jedenfalls kein Grillabend. Aber wir grillen auch bei Regen, damit ihr das weiß. Wisst. Hier fahren wir gerade durchs Bliestal. Da rechts geht eingleisig die Bahnlinie von Blieskastel nach Homburg lang. Die wird immer noch bedient. War eben an der Bahnschranke Stau, aber das sind wir nicht drüber. Wir sind da vorher nach links gefahren. Und wir versuchen auch gleich mal da vorne rechts abzubiegen. Etwas kleineres Sträßchen, ist eigentlich eine Abkürzung. Allerdings nicht immer befahrbar, wenn die Blies Hochwasser hat, sind die ganzen Wiesen dort überschwemmt und man kann nicht fahren, man muss dann außen rumfahren. Also wenn die Dashcam mitspielt, zeigen wir das kurz. Ansonsten schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich hoffe, die Kamera hat aufgezeichnet. Da kommt links der zweite Storch ohne Frosch im Maul. Und der dritte, den kriegen wir auch noch. Ne? Ja, habe eben da unten schon gesehen. Leider konnten wir es nicht filmen, so schnell vorbei und kein Parkplatz dort. So um so eine Ecke rum, da waren Bäume, da waren überall Storchennester. Ich schätze mal so 5-6 Stück von hier. Ne? Das ist also sehr schön für die sein, hier zu leben. Wir sind jetzt den Berg wieder hochgefahren, auf dem Höhenzug, werden noch ein paar Kilometer hier bewegen. Wind pfeift ordentlich. Und wir suchen immer noch was zum Wurst kaufen. Wir haben auch schon was gefunden. Aber da ist so viel los auf dem Parkplatz. Da wollte ich mich immer noch reinquälen. Und danach noch ewig warten, bis dann, nachdem ich zugeparkt wurde, wieder rauskomme. Also das ist dazu. Was kann, da nimmt der keiner Rücksicht. Die fahren einfach dann vorne dran und hinten dran, ob du rangieren musst oder nicht. Aber ist so, so ein großes Auto hast, musst du damit leben. Wir suchen jetzt irgendeinen Metzgereiladen oder Edeka, whatever. Jetzt gibt es ja nichts zum Grillen. Aber es ist schön hier oben auf dem Höhenzug. Seht ihr die vielen Rapsfelder? Schon klasse. Aber das wird sich in einer Woche auch erledigt haben mit dem Raps. Also der steht da nicht immer noch, nur die Blüten sind weg. Ihr seht mich jetzt nicht mit dem Wohnmobil unterwegs, sondern zu Fuß. Warum zu Fuß? Weil da oben an dem Platz, da ist nicht so der Platz, dass das mein Platz wäre. Und jetzt laufe ich hier etwas rein in die Landschaft, um da zu gucken, ob das hier was hergibt. Ja, schaut selbst. Macht das was hier? Ich denke ja. Bisschen
weicher, seifiger Untergrund. Aber nicht einzusehen von der Straße. Muss mal gucken, wie schräg das hier ist. Aber könnte sein, dass wir hier Plätzchen finden. Mal noch gucken. Ja, Entscheidung gefallen. Negativ. Zwar traumhaft schön, aber der Untergrund ist mir zu seifig, zu rutschig. Das Risiko, mich da unten festzufahren, ist zu hoch. Falls wieder zurück auf der Straße. Und fahr ein paar Meter runter, gucken, ob wir dort was finden. So, haben doch noch ein Plätzchen in der Nähe gefunden. Nicht ganz so traumhaft, aber auch ziemlich in der Natur. Nächsten Häuser schätze ich mal so 300 Meter diese Richtung. Und das ist der Ausblick auf den Pfälzer Wald. Es geht noch ein bisschen mehr filmen, aber das soll es für das erste Mal sein. Wir machen uns hier mal häuslich breit und schauen, was wir so treiben können. Es ist ja erst, Conny, wie spät ist es? 15 Uhr oder sowas. Ja. Alle Zeit der Welt heute noch. So früh waren wir noch nie am Stellplatz. So, erstmal eine kleine Stärkung zu uns nehmen. Wir haben noch Brötchen und da werden wir noch ein, zwei essen. Dann sind wir aufgeladen, weil wir haben uns gerade darüber unterhalten, vielleicht können wir hier noch eine kleine Wanderung unternehmen. Und auf Komoot habe ich auch schon so eine Schmalspurstrecke erwischt, die für heute bei regnerischem Wetter das Ganze noch erträglich scheinen lässt, weil kann ja sein, dass unterwegs schüttet. Und dann sind wir relativ zügig hier für das da. Also, wenn wir wandern, ihr werdet es als Erste erfahren. Ja, Conny und Klaus on Tour. Diesmal allerdings on Wandertour. Also, Komoot führt uns jetzt hier durch diese schöne Hügellandschaft des Pfälzer Waldes. Berge sind das, würden die Pfälzer sagen. Jo, sind's auch. Und einen Berg da hinten, den werden wir auch besteigen. Ist es der Birnenweg, den wir gehen? Wir haben es mit den Birnen, weil der Urlaub fing auch mit den Birnen an. Ihr erinnert euch an den Herr von Rippig auf Rippig. Birnenweg. So, die Kirche von Völkersweiler liegt hinter uns. Es beginnt der Aufstieg. Conny fragt nach einem Unterstand. Warum? Weil es schifft. Ha! Das ist doch kein Grund, sich unterzustellen. Im Leben nicht. Bis jetzt eine wunderschöne Strecke. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielt. Aber was soll's? Wir wollen ja ein bisschen fit bleiben. Und lange Strecken habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Versuchen wir es hier mal, auch wenn ich etwas außer Atem bin. Ihr seht es vielleicht da hinten. Da ist so ein kleines Hügelchen, was da aus den Bäumen ragt. Ja, da gehen wir hoch auf den Rützenberg. Ich schnaufe jetzt schon. Also, Leute, ja, bis vor einem halben Jahr wirklich Langstrecken auch gelaufen, gewandert. Auch mal 40, 50 Kilometer. Aber wenn du ein halbes Jahr lang überhaupt nichts mehr machst, ist die Kondi weg. Ja. Darf ich nicht noch mal machen, sowas? Ha, so war jetzt hoch. Conny, hast du deine Skistücke bei? Jawohl. Gehstücke, nicht Skistücke. Jetzt brauchen wir noch schweres Gerät und Pickel. Und dann gehen wir da hoch auf den Gletscher. Genau. Das machen wir auch, sobald wir die Möglichkeit haben. Jeder, das bindet, wa? Also, wenn man in die Nähe mit dem Auto käme, wäre ein schönes Plätzchen zum Grillen, Ausruhen oder eventuell im Schlafsack sogar übernachten können, wa? Ja, guck mal den. Ja,
Feuerstelle ist hier. Also alles, was man braucht, inklusive tollen Panoramablick, ist vorhanden. Schönes Plätzchen. Pfälzerwald, empfehlenswert. So, hier oben sind wir. Aber hier gibt es gar kein Gipfelkreuz. Hier gibt es eine Gipfelbank. Nötig hätten wir es, aber die ist von dem Regen ziemlich nass und das setzen wir uns nicht drauf. Hier verschnaufen hier ein paar Meter und gehen dann bis zum eigentlichen Gipfel. Also das geht noch etwa 10 Meter höher, aber das zieht sich ganz leicht nach hinten. Und dann wagen wir den beschwerlichen Abstieg. War Conny? Ja. Ja, sagt sie. Da sind aber noch mehr unter. Ja, Conny hat einen roten Kopf, ich glaube ich auch. Ja, und hier an der Felsklippe vorne ein vom Wind zerzauster Kiefer. Es ist einfach schön hier. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Und Conny ist ja auch begeistert, Fotos abschießen. Vielleicht hört auch den Wind durch die Baumwipfel rauschen. Die Amsel pfeifen. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das hergibt. Schön wie es. Beim Instagram-Selfie machen passieren hier die meisten Unfälle, habe ich gehört. Hier geht es etwa 50 Meter steil bergab. Also weiter nach vorne gehe ich auch nicht. Und da hinten schöne Felsen, da gehen wir gleich noch hin. Und ich mache auch mal mit der anderen Kamera noch ein paar Aufnahmen. Und geschnauft. Aber Conny. Aber der Ausblick, der lohnt sich. Genau, also wirklich kommt ihr her. Es gibt noch viele weitere so schöne Plätzchen hier im Pfälzerwald. Wobei extremer brauchst für so alte Leute gar nicht zu sein, weil die Felsenkletterei ist nicht mehr so unser Ding. So, und jetzt wagen wir uns an den Abstieg. Ja. Und ich nehme an, so 3 Kilometer, dann sind wir wieder am Kasten. Und dann haben wir auch wieder Durst. Also. Ja. Hey. Und dann gibt es die Ringelwurst. Ringelwurst. Grillwurst. Geringelte Grillwurst. Ja. Jo. So. Zurück sind wir am Kasten. War eine schöne Tour, wa? Ja. War zwar anstrengend, aber war sehr schön gewesen. Ja. Hat uns unheimlich gefallen. Am Anfang etwas nass. Mittlerweile nur noch bedeckt. Ja, und dann machen wir drin mal ein bisschen Ordnung. Gucken, ob wir den Notstrom mal anmachen. Den Generator, damit wir die Bordbatterie nochmal voll machen. Und dann müssen wir ans Grillen gehen. Duft. So eine Dorfjugend fährt hier auch mit dem Mofa lang. Aber ich nehme an, bei dem Wetter werden hier keine Partys gefeiert auf dem Platz. Werden wir relativ ruhig verbringen. Und vom Grillen, da berichten wir noch. Ja, jetzt scheint die Sonne auch noch, aber meine Laune, die hat sich eben schlagartig verschlechtert. Langsam bin ich saggig. Hab das Gefühl, die Aufbaubatterie hier ist im Eimer. Wir eben kamen wir hier, nichts ging mehr, kein Strom, gar nichts, null. Mit Auto anlassen ging er wieder.
und von der Batterie aus war hinten noch wieder Pumpe. Habe jetzt den Generator angeworfen. Damit läuft es jetzt auch, aber wenn ich den Stecker abmache, geht auch nichts mehr. Also sieht aus, als ob die Aufbaubatterie fertig wäre. Die hat sich wohl ständige Laden, Entladen, Laden, Entladen im Ausschlussraum, vermute ich mal, ein Ding weggeholt. Und zeige ich bin ich nicht, dass das Ding kaputt ist, sondern zeige ich bin ich, dass uns das Ding so vermietet wird. Ja. Beim letzten Mietvorgang hat die Dieselheizung nicht funktioniert. Das habe ich zum Glück vor dem Start mitgekriegt. Da musste ein kleineres Fahrzeug tauschen. Jetzt scheint die Aufbaubatterie Schlagweg zu haben. Danke, liebe Ausleihfirma. Wir freuen uns sehr für diese überragende Kontrolle eines Neufahrzeugs in der ersten Ausmietung. Super. Und mal nur so, wenn das jemand gemietet hätte ohne Generator, der würde jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes im Wald stehen, sich den Arsch abfrieren und nichts geht mehr. Ja. Oder Motor dauernd laufen lassen, auch sehr schön. So, die Grillerei geht los. Zwei Bratwurstschnecken, dazu einen frischen Salat. Ich denke, das wird uns nachher schmecken. So, das sieht gut aus. Das ist gleich fertig zum Essen. ja. So, ein winziger Grill ist das. Ja, das Grillgut liegt auf dem Teller. Der Senf ist auch da. Der Salat ist angemacht. Das französische Baguette liegt bereit. Und ein kleines Schlückchen Wein haben wir auch noch. Und unser Generator brummt da draußen schön vor sich hin. Bin mal gespannt, wie lange die Batterie dann nachher hält. So ein Mist. Ja, hallo ihr. Keine gute Bildqualität, ich weiß. Woran hängt das? Daran, dass hier die Aufbaubatterie abgekackt ist. Nach einer Woche Mietzeit. Wir sind die ersten Mieter. Das Ding hat sich wohl als Ausstellungsstück kaputt gestanden und fahrlässig oder billigend in Kauf genommen vom Vermieter, dass wir das Ding so fahren und darunter leiden. Er wusste, dass ich freistehen will und nicht ans Netz gehe. Ja, naja. Gut, es ist ärgerlich, aber wir werden das Beste draus machen. Wir haben gut gegessen, wir gucken noch ein bisschen Videos, das geht ja alles. Kalt ist es zum Glück nicht, wir halten es aus. Werden noch, morgen, noch halten wir es aus. Genau, ich stelle gleich um, Conny. Wir werden die Tour morgen auch wahrscheinlich umstellen auf nicht mehr Selbstversorger, sondern ich weiß nicht, wie das klappt, dass wir hier Montag, Dienstag eine neue Aufbaubatterie einbauen können, keine Ahnung. Ansonsten geht es halt auf Stellplätze mit Strom. Irgendwas fällt uns ein und wir lassen uns nicht verdrießen. Die Woche Urlaub, die wird durchgezogen noch. So, und jetzt noch mal kurz auf Conny. So, Conny, was hältst du da von der Sache? Wie geht uns denn? Also, ja, es geht jetzt erstmal, aber es wird schon kühler. So, vorhin zum Essen machen alles, haben wir uns ja mit dem Aggregat beholfen. Nachher werde ich noch mal Motor anlassen, damit wir hier durchheizen. Auch Druck auf die Wasserleitung bekommen, warm Wasser fertig machen, uns noch waschen können. Und Toilette muss ja auch noch klappen. Ist halt so, ja. Aber, die Stunde halten wir durch, dann gehen wir pennen. Morgen früh melden wir uns wieder, wie es hier in dieser verlotterten Mühle geht. Super Auto eigentlich, aber schade, dass der Vermieter so wenig Sorgfalt darauf legt, die Geräte, die er verleiht, auch zu überprüfen. Naja, was soll's. Morgen früh gibt's Neues von uns. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, und ich denke, es hat euch gefallen, Daumen nach oben. Das würde uns sehr freuen. Folgt gern unserem Kanal. Natürlich würde uns das noch mehr freuen. Und folgen könnt ihr die Touren auch auf Instagram und Facebook. Jo, wir machen es noch ein bisschen gemütlich. Und berichten morgen früh von dieser stromlosen Nacht. Jo! Bis denne!